ich habe ja schon davon gesprochen, dass es um den Hunger nach Anerkennung geht. Also, Hunger, das bedeutet, das Essen taucht eigentlich vermehrt auch auf. In den Beinbildern ist es halt so eine Oberfläche von Erdbeere. Ja, das Süßliche oder also ich habe das Gefühl, es wird eigentlich immer süßer. Mickey Maus Hände auf. Die Mickey Maus Hand ist für mich insofern so ein bisschen der Guide dafür, wenn es darum geht, was ist perfekt oder wann ist etwas richtig oder schön oder gut. Also das Über-Ich von dem Menschen oder der Figur, die immer alles richtig macht. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt. Also inwieweit kann ich überhaupt entscheiden, bin ich ein guter Mensch, bin ich ein schlechter Mensch? Die Frage nach schön oder hässlich treibt mich ziemlich. Also die Arbeit, die handelt halt von der Kaiserkrone. Also die Kaiserkrone wird mehrmals dekliniert oder vielleicht auch, man kann sagen, dekonstruiert. Also sie zerfällt eigentlich formal. Ja, die Kaiserkrone ist eigentlich ein sehr kindisches Symbol, Machtsymbol in der eigenen Vorstellung, zumindest Anspruch auf Macht oder Pathos. Ja. Etwas, was man vielleicht gerne hätte und man möchte es abschlecken oder aufessen oder sich einverleihen. Eine formale Annäherung auch an einen Gegenstand, also auch malerische Auseinandersetzung zwischen Gegenständlichkeit und Abstraktion, Täuschung und Enttäuschung, das Trompe-l'œil, das Illusionäre in der Malerei, beziehungsweise der Moment, wo es dann wieder kippt, wo man sieht, ach, es ist nur Farbe, es ist nur der Pinselstrich oder das Wasser, das Rind. Und das bringt dann eigentlich die Arbeit zu einer, ja, Entspannung auch.